hier ist Ronja und wir haben letzte Woche oder vor ein paar Tagen die erste Folge von Ich wusste nicht, dass Männer existieren, bis ich 17 war geguckt. Falls ihr den Part 1 davon nicht gesehen habt, dann guckt den unbedingt, bevor ihr dieses Video hier schaut. Ich verlinke ihn euch hier oben beim i, dann wie gesagt, guckt den Teil, ich warte hier und dann können wir weitermachen. Alles klar, jetzt wo ihr den Teil geguckt habt, würde ich sagen, legen wir los. Und zwar sind wir angekommen bei ihrem 17. Geburtstag. Und zwar ist das der Tag, an dem sie, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, das erste Mal mitbekommt, dass es auch Männer gibt auf dieser Welt. Und sie nicht nur auf ihrer kleinen Farm lebt, mit ihrer Anführerin, mit ihren ganzen blonden Haaren und... Das ist richtig random, dass sie sich blond gefühlt. Warum blond? Das ist richtig unpraktisch. Das ist die unpraktischste Farbe, die du haben kannst. Die musst du ständig nachfärben. Aber gut, jedenfalls würde ich sagen, ich halte euch nicht länger auf und auf geht's. Hatten wir unseren Geburtstag damit, eine neue Aufgabe zu erhalten. Meistens bedeutete das, unsere Aufgabe auf dem Bauernhof zu tauschen. Ich hatte erwartet, von den Kürbissen zu den Äpfeln zu wechseln und war dementsprechend schockiert, als sie etwas Größeres für mich hatte. Oh. Sie machte mich zu einem Aufseher der Grundstücksgrenzen. Sie war ein Wachhund! Sick! Sie kriegt eine eigene Hundehütte, ein eigenes Halsband, sie darf draußen sein, sie darf auch bei längerem, keine Ahnung, vielleicht abends nochmal draußen sein. Voll gut. Mega krass. Besser als Kürbisse ernten, kann ich nur sagen. Okay, neue Aufgabe. Sagt, dass das ein sehr wichtiger und gefährlicher Job sei und nur den meistvertrautesten Beamtinnen gegeben würde. Also ist eine Beamtin jetzt? Würde sie mir ein Baby anpflanzen. Das Einzige, was ich tun musste, war es, den ganzen Tag lang die Grundstücksgrenzen abzulaufen und sicherzustellen, dass niemand rein- oder rausging. Sie vertraute mir das einzige elektronische Gerät an, welches wir auf dem ganzen Grundstück hatten. Oha. Ein Walkie-Talkie. Als jemand, der nie wirklich in die Nähe der Zäune ging, dachte ich nicht, dass das so ein aktiver Job sein würde. Du wärst überrascht, wie sehr diese Beförderung mein Leben verändert hat. Weil viele Leute versucht haben wegzurennen und sie dann die ganze Zeit am Zaun war und sich dachte, den ersten schnapp ich mir und dann bam und du musst zurück und du musst zurück zur Anführerin, sonst gibt's hier Ärger und dann du musst auch zurück zur Anführerin, sonst gibt's hier Ärger und so weiter und so fort. Und das hat ihr Leben verändert, weil dann wurde sie sehr sportlich und jetzt ist sie endlich an ihrem Punkt im Leben angekommen, wo sie an der nächsten Olympiade als Langstreckenläuferin teilnehmen kann. Juhu! Herzlichen Glückwunsch, Emily. Das ist meine Prediction. Eines Tages, als ich meine Runden lief, erlebte ich das Traumatisierendste in meinem ganzen Leben. Sie hat einen Kerl gesehen. Ich hörte, wie Esther auf der anderen Seite des Zaunes sprach und rief vielleicht noch ein Flugzeug. Und sofort. Sie sagte mir, ich solle auf mein Zimmer gehen. Sie würde sich darum kümmern. Okay. Meine Neugier war stärker und ich entschloss mich dazu, meine Kerze auszublasen und mein Walkie-Talkie auszuschalten. Ich versteckte mich hinter einem Busch. Wie vermutet, tauchte ein paar Minuten später die Anführerin auf. Sie hielt Geräte, welche ich noch nie gesehen hatte. Sie versteckt sich, damit sie vielleicht das Monster sieht. Seitdem habe ich den Namen dieser Dinge gelernt. Das erste war eine Taschenlampe. Es war so viel heller als die Laterne. Ich konnte alles sehen. Haben die sonst keine Taschenlampe? Ich konnte erkennen, dass das Geräusch der brechenden Äste von Missy, einer Schwester, kam. Zunächst fühlte ich mich etwas erleichtert, dass es keine gefährlichen Eindringlinge oder böse Monster waren. Aber es dauerte nicht lange, bis diese angenehmen Gefühle wieder verschwanden. Gerade als sich Missy dafür entschuldigte, dass sie gegangen war, holte die Anführerin das zweite Gerät raus, was ich nun als Pistole kenne. Missy fing sofort an zu rennen und die Anführerin verfolgte sie, bis ich sie nicht mehr sehen konnte. Ich hörte einen lauten Knall. Die Geschichten werden immer krasser. Also ich meine, wir gucken jetzt schon eine Weile diese Echt-Passiert-Geschichten. Falls ihr das übrigens einmal in der ganzen Playlist haben möchtet, ich verlinke die euch hier auch oben oder in der Endcard oder so. Ich habe die mittlerweile zusammengestellt. Aber das ist, glaube ich, die krasseste bis jetzt. Ich freue mich, dass ihr die empfohlen habt. Das ist ja Madness. Madness. Ich wusste nicht, was eine Pistole tat, also vermutete ich, dass ein Baum auf sie gestürzt war. Ich beeilte mich sofort, ihnen zu helfen, aber ich sah keinen gefallenen Baum. Ich rannte direkt in die Anführerin. Ich fragte sie, was passiert war und wo Missy war. Sie fragte, was ich gesehen hätte und ich sagte ihr die Wahrheit. Nein! Oder wenigstens Teile davon. Emily! Ich sagte, dass ich Missy schreien gehört hätte und dass es einen großen Knall gab. Ich weinte so sehr, aber die Anführerin sagte mir, ein Monster hätte Missy entführt und dass es zu spät sei. Sie hätte versucht, das Monster zu bekämpfen, aber es war einfach zu spät.
Dann führte sie mich in einer Eile wieder zurück, bevor auch ich mitgenommen würde. Ich musste ihr versprechen, dass ich nie in den Wald gehen würde und dass ich niemandem sagen würde, was ich gesehen hatte. Es war ein Teil meiner Aufgabe, die Illusion unserer Sicherheit aufrechtzuerhalten. Etwas jedoch machte für mich keinen Sinn. Ich wollte wissen, was es war, was Missy überzeugte, die Grenzen zu überqueren. Ich war kurz davor, es selbst zu erfahren. Ich machte meine gewöhnliche Runde, als ich ein lautes Geräusch hörte. Dort, auf den Zaun zukommend, war einer der Monster, von denen die Anführerin gesprochen hat. Das Flugzeug. Es war groß mit zwei großen leuchtenden Augen und einer Person, welche im Monster gefangen war. Ich konnte nicht sehen, wie sie aussah, aber sie winkte. Wie war das möglich, wenn alle Menschen auf der Welt auf unserem Grundstück lebten? Ich rief die Anführerin übers Walkie-Talkie und erzählte ihr, Emily, was ich sah. Ein mach mal nicht! Monster hielt ein armes Mädchen gefangen. Die Anführerin sagte mir, ich solle sofort heimgehen. Aber ich würde doch nicht einfach so jemandem zum Opfer des Monsters werden lassen. Ich schrie zur Person, dass ich sie retten würde. Dann kam die Person aus dem Monster raus. Und es war kein Mädchen. Sie war nicht wie die Mädchen, die ich kannte. Sie war sehr groß, mit breiten Schultern und Haaren im Gesicht. Sie sprach mit so einer tiefen Stimme, dass mir fast übel wurde. Okay. Hey. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemandem übel wird, wenn er eine tiefe Stimme hat. Aber meinetwegen, ja, fair enough. Ich sagte es, wieso die ganze Aufregung? Geht es dir gut? Mein Mund wurde trocken und ich brachte kein einziges Wort raus. Madness. Was kam über mich? Es fühlte sich so an, als ob ich Schmetterlinge im Bauch hätte und ich konnte nicht klar denken. Oh wow, du bist eigentlich recht süß. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber mein Gesicht wurde so rot und alles heiß. Klar. Ich fühlte der Dude, geh dran. Der macht direkt klar, die 17-Jährige. Die schnapp ich mir. Unwohl, aber auf eine gute Art und Weise. Was war dieses Gefühl? Dann kreuzte die Anführerin auf. Sie sagte mir, ich solle sofort von diesem Jungen weggehen. Jungen? Dieses Wort hatte ich noch nie gehört. Der Junge verteidigte sich. Er schrie sie an, ob sie eigentlich komplett verrückt sei. Er fragte, was sie hier anstelle und wieso sie Teenager hinter Stacheldraht eingesperrt hatte. Faire Frage, ja. Das ist eine Frage, die muss mal gestellt werden. Das ist meiner Meinung nach sehr gerechtfertigt. Ich frage mich, warum da nie vorher einer hingekommen ist. Er schaute mich an und sagte, ich könne mit ihm mitgehen, wenn ich wollte. Er könnte mich da rausholen. Ja, sie geh will mit. Das ganz sicher nicht. Geh mit Emily. Geh mit Emily. Und ignorierte den Stacheldraht. Let's es war, go. Als ob ich keine Kontrolle über meinen Körper hätte und irgendwelche Urinstinkte übernahm. Wenn du diese Grenze überquerst, Missy, darfst du nie wieder hierhin zurück. Merk dir meine Worte. Mein Körper hatte jedoch bereits eine Entscheidung getroffen. Nichts auf der Welt hätte mich aufhalten können, diesem Jungen zu folgen. Die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist gut. Dann kann sie mitgehen, dann kann sie dem Jungen erzählen, was da passiert. Und dann können die zusammen die Polizei rufen oder den, keine Ahnung, Jugendschutz oder sonst sowas. Und dann können die das auflösen. Gute Entscheidung, ja? Emily, ich mag das. Normalerweise treffen die Hauptpersonen in diesen animierten Geschichten immer furchtbare Entscheidungen. Wie zum Beispiel das eine Mädel, was sich, als sie untergegangen sind, in der Toilette eingeschlossen hat und dann da nicht mehr rauskam. Das war eine dumme Entscheidung. Emily hier hingegen trifft eine weise Entscheidung. Gefällt mir, ja? Gefällt mir sehr. Er half mir hoch und öffnete das Monster für mich. Ich hatte Angst einzusteigen. Ich verbeugte mich und dankte dem Monster für die sichere Fahrt. Hast du noch nie ein Auto gesehen? Lachte der Junge. Er erklärte mir, dass es kein Monster war. In der Gemeinschaft hatte ich das Gefühl, alles über die Welt zu wissen und plötzlich wusste ich gar nichts. Bitte. Ich sah so viele Sachen, als wir durch die Stadt fuhren. Ich wollte überall anhalten. Ich hatte noch nie Straßenlampen oder Hundebabys oder sogar einen See gesehen. Alles war furchteinflößend und neu. Carlos, so hieß der Junge, fuhr mich überall hin und erklärte mir alles. Das ist nett von ihm, ja? Er kann auch einfach genervt sein. Ich kann mir vorstellen, wenn du im Auto sitzt, am Anfang ist es vielleicht noch ganz lustig, wenn du jemanden hast und der so, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Und du bist so, das ist ein Baum und das daneben ist ein Schaf. Aber mega nett von ihm und ich muss sagen, faszinierend, ja? Also, das ist ja wirklich, es gibt ja wirklich so Sekten und es gibt ja wirklich Leute, die daraus fliehen und die dann nichts über die Welt wissen, obwohl sie halt ihr ganzes Leben da drinnen gelebt haben und dann wachsen die da auf und denken, sie haben voll den Glauben und wissen genau, was abgeht und dann ist es einfach faszinierend. Ich finde es crazy. Die Geschichte ist gut gemacht, ja? Gefällt mir. Dass es endlich etwas gab, was ich ihm erklären konnte. Auf einem der Bäume war ein Bild mit meiner Schwester mit der Aufschrift vermisst. Ich schrie ihn an, den Wagen zu stoppen und wir hüpften raus. Dann fragte er, was los war und ich erklärte ihm, dass das Bild eine der Schwestern sei, welche gerade erst der Gemeinschaft beigetreten war.
Er sagte, dass wir das der Polizei melden müssen. Das Kind wurde von ihrem Zuhause entführt. Mega unmöglich. Gut. Wir gingen zur Polizeistation und sie zog... Okay, weitere Frage, die die Geschichte hier unlogisch macht. Wenn das Mädchen, also die neue Schwester, doch von ihrem Zuhause entführt wurde, das heißt, die war ja schon jetzt ein bisschen älter, also wenn ich das Bild richtig deute, das war jetzt kein Baby. Das heißt, das war schon ein älteres Mädchen. Das ist ja normal aufgewachsen, das kennt ja die Welt außerhalb des Zauns. Ich verstehe voll, wenn du da aufwächst und du bist da geboren oder kommst da als Baby hin und du kennst nichts anderes, dass du die Geschichten dann glaubst. Aber wenn du da, sagen wir mal, 14, 15 bist und du wirst aus deinem Zuhause gerissen und bist in dieser Gemeinschaft, dann sagst du doch, yo, what the hell, da stimmt doch was nicht. Und dann erzählst du doch auch den anderen Mädchen von wegen, ja, das mit dem Zaun ist mit den Monstern, leuchtet, das ist ein Auto und das ist ein Flugzeug, also chillt mal. Da muss ich sagen, kleine Lücke, aber ansonsten bis jetzt sehr gut gemachte Geschichte. Einen Haufen Akten von vermissten Kindern raus. Es stellte sich raus, dass alle Kinder, welche auf dem Hof wuchsen, einfach gestohlen waren. Ich fragte, ob sie rausfinden könnten, woher ich kam, aber leider hatten sie keine Aufzeichnungen mehr. Ich führte die Polizei zur Gemeinschaft, wo sie die Anführerin und einige der älteren Mitglieder verhafteten. Sehr gut. Und sie nahmen die Kinder und Jugendlichen unter Obhut, alle 50. Die Kinder konnten zurück zu ihren Familien oder wurden zur Adoption freigegeben. Da ich ab nächstem Monat offiziell eine Erwachsene war, sagte Carlos, dass ich doch einfach mit ihm leben sollte. Er würde mir Liebe beibringen. Mein ganzes Oho, Leben war Carlos. Einige. Carlos half mir, in der echten Welt Fuß zu fassen. Er zeigte mir so viele coole Sachen. Das ist cute. Eis, das ist Lebensmittelgeschäfte süß. Und verschiedene Arten von Kleidern, welche nicht alle gleich aussahen. Carlos sagte mir, dass ich süß war, aber ich weiß, dass es manchmal schwierig war. Als ich das erste Mal in seine Wohnung reinlief, dachte ich, in irgendeiner futuristischen Realität zu sein. Wenn die auf einer Farm wohnen, dann ja schon, ne? Verstehe ich. Sofort, als ich ein Baby in einer Box gefangen sah. Ich haute gegen die Box, um das Baby zu befreien. Es stellte sich Alter, raus, dass Alter, ich mach den Fernseher kaputt. Das ist mies. Stell dir vor, du rettest das arme Mädel da raus und die kommt nach Hause und macht jetzt mal deinen Fernseher kaputt, weil sie denkt, da ist ein Baby drin gefangen. Holy. Unterhaltungsgerät namens Fernseher war. Ein teures Gerät, welches ich kaputt gemacht hatte, obwohl ich Carlos noch kaum kannte. Ich erzählte ihm, wie sehr ich ein Baby wollte und ob er mir helfen könnte, irgendwo Samen zu finden. Er lachte mir direkt ins Gesicht. Als er mir erzählte, woher die Babys wirklich kamen, ja, nun, ich glaubte ihm nicht. Ekelhaft. Ich fragte ihn, ob wir eine meiner jüngeren Schwestern adoptieren könnten. Er sagte nein. Er wollte mein Sektenleben hinter uns lassen und ein Teil des Loslassens war es, neue Leute kennenzulernen. Das klingt auch sinnvoll. Ich würde jetzt auch mit 17 nicht unbedingt sagen, hey, weißt du was? Ich würde gerne ein Baby adoptieren. Also ich bin 22 übrigens, also jetzt neu, ja, weil ihr auch immer alle fragen, wie alt bin ich. Ich bin 22. Und ich hätte jetzt auch nicht gerne ein Baby. Ja? Ich hätte auch gerne die nächsten 5 Jahre noch kein Baby. Von daher, mit 17, schwierig, ja? Sehr schwierig. Wir zogen weit weg von dieser Stadt und weit weg von meinen Schwestern. Ich gewöhnte mich an die Technologie und bekam sogar einen Job in einer Kinderkrippe. Sie hat normale Haare. Normal. Ich hatte schon fast alles über meine Schwestern vergessen, bis ich schwanger wurde. Oh. Ich war überglücklich. Achso, ja, sie wollte ja ein Baby. Es war schön, es mit Carlos zu teilen, aber ich wollte es auch mit meinen Schwestern teilen. Ich fing an, sie wirklich zu vermissen. Aber Carlos, die sind doch, also die existieren doch trotzdem. Die sind jetzt ja nicht tot. Außer vielleicht die eine. Ne? Gut. Und die sind jetzt ja auch befreit. Das heißt, sie kann, also es gibt jetzt ja Handys. Man kann ja sagen, auch mit einem Handy mal jemanden anrufen und sagen, yo, erinnerst du dich? Zusammen in Gefangenschaft. So die ersten 15, 16, 17 Jahre unseres Lebens. Ja, du auch? Cool. Ich bin jetzt schwanger. Hast du Bock mal dich auf einen Kaffee zu treffen, eine Runde zu quatschen, you know. Ich meine, kann man ja mal machen. Wer will sie denn aufhalten? Carlos? Vielleicht Carlos. Aber sonst, wer will sie denn aufhalten? Dass ich sie komplett aus meinem Leben verbanne. Ich war anderer Meinung. Im Geheimen machte ich mir ein Facebook-Account, wo ich versuchte, mit ihnen in Kontakt zu treten. Ich sprach mit einigen meiner Schwestern und fragte, wie es ihnen geht. Guck mal. Die meisten von ihnen gingen noch zur Schule. Für sie war die Umstellung nicht so schlimm, da sie ja noch sehr jung waren. Ich schrieb meiner besten Freundin aus der Gemeinschaft. Wir waren gleich alt und wir beide wurden befreit, als wir um die 18 Jahre alt waren. Sie war sehr unglücklich mit ihrem neuen Leben. Sie hasste Technologie und hatte Angst vor den Jungs. Sie hasste Technologie und sie hatte Angst vor den Jungs. Warum das? Eben für sie schwierig war und dass sie sehr, sehr einsam war. Ich wollte ihr sagen, dass ich schwanger bin, aber das wäre es. Etwas zu viel gewesen. Warum? Ein paar Tage später erhielt ich einen Brief von ihr. Sie wollte mich wiedersehen. Guck!
Ich zeigte Carlos den Brief und er sagte, ich sei selber schuld, wieder mit diesen Leuten Kontakt zu halten. Die anderen sind ja nicht schuld, die sind ja auch nur Opfer. Carlos, du hast sie doch auch befreit. Ich mich absichtlich Drama zu machen, weil ich gerne das Opfer spielte. Dann sah ich zum ersten Mal, dass Carlos nicht der Ritter war, für den ich ihn hielt. Oh oh. Ich hatte danach keine Unterstützung mehr. Und als ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden, verlor ich auch noch das Baby. Die Ärzte sagten, dass ich niemals wieder schwanger werden könnte. Holy. Ich war verzweifelt. Carlos war sehr unverständnisvoll mit meiner Depression und war schlecht gelaunt. Er war so lieb und bemüht, dass wir zusammenkamen. Aber es schien, als ob ich ihn mittlerweile langweilen würde. Ich hatte nicht viel Erfahrung mit Männern, wie du weißt. Einmal war ich einkaufen und ich sah, wie ein anderes Och, Mädchen Carlos. Füßte. Ich konfrontierte ihn und Carlos sagte, macht dass doch es nicht meine sowas. Schuld sei. Er sah einfach sehr unbefriedigt in unserer Beziehung. Sorry, ich Carlos. Habe einfach mehr von uns erwartet, weißt du? Er wollte nicht mal versuchen, unsere Beziehung zu retten. Er reichte die Scheidungspapiere ein und halt. Und die waren auch noch verheiratet? Er reichte die Scheidungspapiere. Wie jetzt? Das habe ich nicht mehr. Wann haben die denn geheiratet? Ich dachte, sie ist immer noch gefünft. Vielleicht jetzt 18. Was ist das denn passiert? Er rettete das andere Mädchen. Und er rettete sie das andere Baby Mädchen. Zusammen. Ich war so traurig und unglücklich und hatte keine Hilfe. Ich war es so gewohnt, meine Schwestern ständig um mich zu haben. Ich Aha. wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, alleine zu sein. Krass. Ich versuchte mir, einen anderen Freund zu finden, aber es ist so schwer. Ich habe keine Ahnung, wie man mit Jungs redet. Plus, niemand will eine Frau, welche keine Kinder bekommen kann. Ich vermisse das meine... Das ist auch Quatsch. Es gibt auch viele Frauen, die wollen nicht immer Kinder kriegen. Die sagen, weißt du was, ich könnte zwar, aber ich will nicht. Das ist doch Schmarrn. Es gibt doch auch Typen, die keine Kinder wollen. Also jetzt mal, ne? Erstmal ganz Piano, Emily. Das ist zu Hause und ich würde alles geben, um zurück in die Gemeinschaft gehen zu können. Ich weiß, dass viele Menschen nicht in einer Sekte leben wollen, aber es war so viel besser als mein Leben jetzt. Was ist schlimmer? Kein Baby haben zu können, hat mir die größte Ehre genommen, welche ich jemals dachte haben zu können. Ich bin alleine und niemand liebt mich. Ich frage mich, ob die Ach, Anführerin Emily. Recht hatte und alles, was hinter dem Zaun auf mich wartete, die Hölle war. Das war's? Krass. Okay, holy moly. Die Geschichten werden immer besser. Wer auch immer hier dahinter steht, herzlichen Glückwunsch. Du hast tatsächlich mal eine Geschichte gemacht, die nicht komplett ist. Ja, nein, krass. Fand ich gut. Fand ich, bis jetzt muss ich sagen, mein Favorit. Falls euch so Geschichten gefallen und ihr sowas gerne nicht mehr verpassen möchtet, dann verlinke ich euch am Ende hier nochmal die Playlist in der Endcard. Da sind die ganzen Echt-Passiert-Geschichten drin, dann könnt ihr die hintereinander weg alle schauen. Und falls ihr eine habt, wo ihr sagt, weißt du was, guckt ihr die unbedingt an, die ist richtig gut, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann können wir uns die zusammen angucken. Die hier zum Beispiel wurde jetzt auch empfohlen, deswegen habe ich, die, ich hätte die überhaupt nicht selber gefunden. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die die vorgeschlagen haben und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!